Moin zusammen. Ja. Jetzt machen wir, ich weiß, das ist jetzt, was weiß ich, das wievielte? Das neunte Challenge-Mode-Video diese Woche. Wir machen den verdammt oft, weil viele Leute den brauchen. Also, der heißt Déjà-vu und da ist immer das Ich kenne Ouija-Board. den Challenge wohl noch gar nicht. Der Was geht's hier eigentlich? soll an das originale Phasmo erinnern. Er heißt Déjà-vu, wir können nicht sprinten und die Items sind auch so ein bisschen, wie sie früher waren im alten Phasmo. Der Geist kann aber nicht den Raum wechseln, zum Glück. Wir haben alle Beweise, aber es gibt keine Dots, weil damals gab es noch keine Dots. Und ja. Deshalb, das Ouija-Board kannst du ja nachher benutzen für die Daily. Und das Ouija-Board ist ja im Keller, kannst du dann Fotos machen. Du brauchst ja auch noch die 3-Sterne-Fotos für die Weekly. Die kannst du jetzt auch alle dann in dem Durchgang hier ruhig alle machen. Also wenn das Journal voll ist, einfach weiter fotografieren auf alles, was dich bewegt dann. So, wir bereiten vor und dann geht's rein nach. Okay, die könnt ihr ja noch bringen. Ich mache mich schon mal auf dem Weg zum Brekkie, weil der wird leider nicht angezeigt, der Brekkie, obwohl er damals angezeigt wurde. In der Originalfassung. Ach ja, und Verstecke sind alle deaktiviert, ne? Ihr könnt euch bei dem Kinderbettchen da verstecken in Nancys. Also nicht beim Bettchen, sondern beim Wickeltisch. Oder eben hinterm Auto, hinter den Küchenzeilen und so. Ja, genau, da an der Schranktür. Schneit es draußen? Hier im Keller habe ich gerade Atem gesehen. Es kann sein, dass er hier im Keller ist. Küken, ich bringe dir das Ouija-Board nach oben. Ich lege das in die Küche, okay? Auf die Küchenzeile. Ich glaube, der Geist ist unten im Keller. Der Knochen ist auch hier. Ja, ich habe ja gerade erst das Licht angemacht. Habe ihn gerade im Blickwinkel so gesehen. 4,1 Grad unten im Keller. Okay, dann ist unser Kamerad wahrscheinlich da unten. Ich bringe euch schon mal zwei Sensoren unten, Kutzi. Ich glaube, das Küken hat das gerade fotografiert. Lass die Fotos auch ruhig für ihn, weil er braucht diese Weekly-Aufgabe noch. Also Küken, behalt dir immer eine Fotokamera parat, dann kannst du alles fotografieren, was der Geist irgendwie mit interagiert. Ja, deshalb heißt ja auch Feather Records. So, okay. Ja, hast du ja gerade gesehen mit dem Atem. Küken, guck mal, ich lege die UV-Lampe hier so hin. Ich hoffe, man sieht so die Salzabdrücke dann, wenn er reinläuft. Ein EMF brauchen wir da unten auch noch, weil das eine EMF ist oben. Wo sind das zweite EMF? Kiki, kannst du mal das zweite EMF suchen? Weil das kannst du dann unten hinbringen. Oder Küken, habt ihr schon unten das zweite EMF? Ach so, wenn du das da unten hast, dann ist gut. Ah, nee, hier sind zwei, hier sind zwei. Ja, okay, eins muss beim Ouija-Board oben bleiben. Aber ich habe keine Schritte gehört, also. Ja, okay, dann sieht man Was die ich gar nicht Fußabdrücke auch sehen. nicht. Okay, die Boxen sind auch noch nicht betätschelt worden. Ich bringe euch mal ein paar Kerzis darunter, dann könnt ihr die ja dann fotografieren. Das wäre natürlich schön, wenn wir. Wir haben UV. Okay. UV. Ja, Küken, dann kannst du dich ja mit den Fotos jetzt austoben. So, Also der Smoothie. Durchschnitt ist jetzt bei 92, die Anna hat jetzt 58. Bleib mal hier und beobachte Annas noch. Okay. Noch eine Kerze. Mein Autoschlüssel? Ja, haben wir. Geist macht aber auch gerade nicht viel, ne? Deshalb muss ich da jetzt noch Kerzis runterbringen, damit
die ein paar Fotos kriegen. So. Also Anna, dein Zelt geht nicht schon ganz jetzt. Also bleibt bei 98. So, okay, machen wir das mal. Da, So, Licht, Minustemperatur habe ich bisher noch nicht. Da, Füßchen. Ja, so Moral ist raus. Moral raus, okay. Okay, Fotos sind ist eh raus. Ist ja eh raus. Machen, mit UV. Wo habt ihr denn da unten das zweite EMF? Wir müssen mal die Box testen, am besten jemand alleine. Ich mach mal das Licht aus da unten. Hier, ich hab euch hier Kerzen hingestellt, die könnt ihr fotografieren dann. Achso. Verstecken wir uns da? Es gibt keine Verstecke. Ja, ich weiß, aber halt so. Küchenzeile, Auto, Nancy's Zimmer beim Wickeltisch, ja, habe ich ja vorhin gesagt. Ja, ich habe vorhin nochmal extra gesagt, wo man überall hin kann. So. Und ich habe immer noch kein zweites EMF. Ich laufe hier die ganze Zeit auf und ab. So, hier ist noch ein Feuerzeug. Jetzt hier ist es noch stabil auf 95. So. Wenn ich jetzt keinen EMF so kriege. Herr Küken, komm mal zum Ouija-Board, dann kannst du dir da ein paar Fotos abfarmen. So, wo ist das EMF? Ich nehme einfach mal dieses jetzt mit. Wo bist du? So. Wie alt bist du? Küken, komm mal zum Ouija-Board für Fotos. Ja, ich bin ja auf dem Weg. Wir haben die Box. Okay, perfekt. Okay, immer 5 ist eh raus. Ach, sorry, ich habe Allergie. Oh, es könnte noch ein Poltergeist sein. Wir könnten noch einen Polti-Highway machen. Ja, kannst du ja schon mal bauen. Ich mache mit dem Küken hier das Boot, dass er das abfarmen kann. How did you die? Ah, choked. Er steht, der Arme. Okay. How do you feel? Cold. Okay. How old are you? 69 ist da. Huh? Huh? Who? Who is there? Ach, er hat verstanden. Ah, ich weiß, was er verstanden hat. Knock, knock. Das hat er verstanden. Ach so. Knock, knock. Marco! Polo. Das kann man mit ihm ausspielen. Ja, ich glaube, das reicht erstmal. Goodbye. Ich hoffe, es geht nicht kaputt. Okay, es geht nicht kaputt. Gut. Ach ja, übrigens, da ist ein Bug mit dem Ouija-Board. Ne? Wenn man zu wenig Sanity hat und eine Frage stellt und man hat... und man, es beantwortet dir die Frage, aber es geht in dem Moment kaputt, wenn man Goodbye sagt dann. Deshalb geht das auch so oft kaputt, wenn man das dann beenden will. Küken, hilf mir mal kurz ein paar Items hier auf die Küchenzeile zu werfen, weil wenn wir den Geist da gleich drum herum lupen, wirft er alles. Dass man einen Text eingeben muss. Also nicht, dass man sprechen muss. Ja, dass man da drauf tippen muss. Hab ich auch Spaß zu eingeben. Also Obsichtigkeit. Okay, dann ist der Mimic sehr wahrscheinlich auch aus. Außer die sind jetzt irgendwo in der Ecke am rumhängen. So. Meine Sanity ist wahrscheinlich sehr niedrig, oder? Wegen den ganzen Fragen. Ich könnte das Board auch. Das hier ist jetzt für den Poltergeist-Test. Ach ja, Küken, denk dran, das Board auch noch was zu fragen für deine Daily, ne? Muss er ja auch noch machen. Wie verrückt bin ich?
Ah, ich jetzt kein Foto machen, weil ich jetzt mit niemand. Gut, okay. Jetzt kannst du es noch machen. Ja, trotzdem eins machen. Ja. Ja, du musst ja nur da rausgehen aus dieser Interaktion und dann kannst du das ja noch schließen. Dann ist nicht so niedrig, das ist bei 64. 64? Okay, Küken, hier, komm, mach noch ein Foto. Ich mach mal eine, die 20 abzieht. How many pickles can you fit up your butt? Goodbye. Geht auf einmal auf 32. Geht ja, weil ich die Pickles-Frage gestellt habe. Krass. Also, wo ist es neu? Die ist auf 85. Ja, Kiki, dann wird es wohl mal Zeit, dass du auch ein bisschen mit dem Board dann redest. Oh, ich schau mal kurz die Wiki vom Truck holen. Damit ich sehen kann, wie viele Fotos ich umgeschossen habe. Okay, also wir warten mal, bis der gleich huntet. Ja, ein Fan. Ja, der war gerade hier oben, deshalb hatten wir das Random RMF. Ja, er ist gerade wieder hochgekommen. Okay, wir haben einen Phantom. Ja, viel Spaß, den gleich zu loopen. Der hat da ja auch die Dots, ne? Ja, okay, dann haben wir einen von Phantom. Küken, hol mal bitte das Kruzi von unten runter und tu das hier oben mit hin. Ich versteck mich hinterm Auto. Kiki, frag mal, how many pickles can you fit up your butt? Das ist die 20 Sanity. Ja, klar, da kann ich mir alles merken, wenn du jetzt das sagst. How many pickles can you fit up your butt, heißt die Frage. Mal gucken, wenn sie es jetzt sagt. How many pickles can... Hey, es hat es verstanden. How many people? Ach so, er hat wahrscheinlich verstanden, wie viele Leute sind hier oder sowas. How many people? Oh. Ich hab eine Mail gekriegt. Ja, eigentlich sagt man ja, how many pickles can you fill up your butt? Bevor die Lachnummer wird, ich glaube, das ist lieber hart. Ja, toll. Ja, Küken, kannst du diese Frage eigentlich auch stellen da bei dir? Oder geht das mit dem Texting nicht? Ich finde nur eine begrenzte Dings. Und warte, ich stelle erst mal kurz ab. Ja, genau. Stell mal ab und dann sagst du das auch mal. Bin schon mal gespannt. Ja, warte mal. Ich gehe mal kurz nach der Sanity gucken. Also, das zieht, glaube ich, 20 Sanity ab, diese Frage. Ach ja, unten im Keller ist noch ein Feuerzeug, falls ihr noch eins braucht. Ja, Küken, du hast noch 65, kannst du ruhig fragen. Ich habe 33, ich könnte es auch fragen. Der antwortet bei mir nicht. Ja, kommt drauf an, ob du auf Englisch oder auf Deutsch die Spracherkennung hast. Deshalb habe ich das auch auf Englisch, weil Englisch ist einfacher. Das erkennt er auf jeden Fall besser. Also Kiki und Küken, ihr könnt ruhig noch Fragen stellen. Ihr seid bei 60 und Anna, du hast 70%. Also ihr könnt ruhig noch ein paar Fragen stellen. How many pickles can you fit up your butt? Hey! It is a goodbye. Goodbye! Hä? Warte mal, ich hab das auf Windows gestellt. Ja, Windows. How many pickles can you fit up your butt? Aber stell ich jetzt mein Mikrofon zu leise dafür. How many pickles can you fit up your butt? Wow. Goodbye. Okay. Goodbye. Vier ist ein neuer Rekord. Müssen wir das Ouija-Board ein bisschen verbessern, finde ich. Ja, komisch, dass das bei euch nie funktioniert. Das ist echt merkwürdig. Das ist also ehrlich. Ach ja, ein Hand steht wahrscheinlich jetzt bald bevor, weil unsere Sanity schon jetzt dadurch wahrscheinlich unter 50 gefallen ist. Okay, ich bin weg. Nochmal mal.
Kiki, wo gehst du hin? Das ist ein Phantom, ne? Der kann auch zu dir hinlaufen, wenn er Bock drauf hat. Ja, das dachte ich gerade auch. Es bringt nichts, wenn ich beim Phantom in die Garage, selbst wenn er zu ihr läuft und da anfängt zu handeln. Das bringt ja auch nichts. Ja, ja, es ist der Challenge Mode. Wo ist das Feuer? Ja, die ist 5 Sekunden, also auf maximal gestellt. Hier ist noch ein zweites Feuerzeug, falls es jemand braucht, weil wir haben nur 2. Okay, dann... Erbo! Hihihi. Ja, viel Spaß gleich beim Loopen, ne? Das Phantom sieht man nämlich kaum. Das wird gleich ein Spaß. Nachher ist sowieso jemand tot, ey. Ich kann das eh nicht mehr. Ja, du weißt ja, hinter dem Dingen hocken, damit er nicht schneller wird. Oh, der hat die Karte ausgeblasen. Der lag gerade. Also, ich bin gefasst. Bald hat er. Wie viel Sanity habe ich noch? Noch 9. How old are you? Goodbye. Das ist auch lustig, der Geist ist 69, aber weißt du? Ich kann keine Fragen mehr stellen, weil das nächste würde das Board zerbrechen. Ach, kannst du ja noch dabei sagen? Hab ich doch schon. Die Planchette ist doch weg. Bei mir ist die Planchette weg. Ach so, ja, stimmt, stimmt. Das ist ja, wenn das. Der ist ja deaktiviert, wenn dann dieses Teil weg ist. Ja. So, dann warten wir mal, bis der huntet. Ich glaube, der Geist huntet. Der Geist huntet, glaube ich. Ich höre Schritte. Ja, er huntet. Okay, er kommt. Fuck, ich sehe den kaum. Ich sehe den kaum, ey. Mich wundert es, dass ich das überlebt habe jetzt. Einmal gesehen. Goodbye. Goodbye. Shit. Man darf das Board nicht anlassen und weggehen. Ja, Anna hat das Board angelassen. Jetzt ist es kaputt, als ich es deaktivieren wollte. First Hand. Super, und jetzt hört man nichts. Oh Gott, jetzt haben wir einen Cursed Hand. Scheiße. Okay, ich höre ihn noch. Ist er fertig? Mann, Mann, Mann. Oh, okay, jetzt ist ein Falter. Ist das ein Falter? Ja, das ist ein Falter. Oh, oder? Nein, das ist ein Phantom. Ich hab den Typ doch kaum gesehen und der hat doch uns ein EMF vorhin gegeben. Der ist doch zu uns gelaufen. Weil ich hatte da oben in der Küche auf einmal so ein random EMF und das kann nur ein Phantom. Leute, ihr müsst das... Ich war sogar der gesagt hat... Ich war derjenige, der gesagt hat, dass wir ein Phantom. Ja, genau. Und dann vergesse ich es einfach. Ja, das war das letzte Mal auch so. Da hast du auch gesagt, ich glaube, wir haben ein Phantom. Und dann später sagst du, ist das jetzt ein Poltergeist? Und da habe ich gesagt, du hast doch selber gesagt, dass es ein Phantom ist. Phantom, wie ich so. Dann trag mal Phantom ein, dann fahren wir. Oh Mann, ey. Das hat uns fast den Kragen gekostet jetzt mit dem Board. Ich habe es versucht zu deaktivieren. Ich glaube, weil meine Sanity schon auf 0 war. Vielleicht liegt das auch daran, dass man das dann nicht mehr deaktivieren kann. Also man darf es auf jeden Fall nicht einfach aktivieren und dann davon weggehen. Sonst geht es nämlich kaputt, wenn das aktiv ist. Da muss man verdammt aufpassen. Aber ja, wir hatten ein Phantom. Der ist sogar ein paar Mal zu uns hochgekommen. Wir haben es am Sensor gesehen und am EMF, weil das plötzlich losging.
Der ist dreimal zu uns gekommen. Okay, dann auf zur nächsten Runde. So, okay, dann geht's jetzt in die nächste Runde. Mal gucken, was wir diesmal haben. Foto vom Geist 25. Warum sind alle so schnell drin? Dauert das nicht normalerweise länger? Ja, wenn es einmal geladen hat, ist man eigentlich immer flott drin. Ja, stimmt. Und ich bin so schnell drin, weil mein PC halt relativ gut ist. Ja, wartet mal bis nächsten Monat, dann werde ich der Schnellste sein von allen. Dann kommt nämlich 14. Generation ist dann am Start. Ich freue mich schon so auf den neuen PC. Ich freue mich da schon so drauf. Ich habe fast ein halbes Jahr gespart dafür. Ich hoffe, es lohnt sich. Ich hoffe es. Ich hoffe, das macht wirklich alles besser. Aber wir werden sehen. Also vorbereiten und rein da. So. Vorbereitung ist fertig. Ja, ist alles gut. Solange keiner meine Items klaut, ist alles gut. Ich bin schon auf dem Weg. Ja, die Schlaumeier haben vergessen, den Brecki zu aktivieren, weil früher in der alten Version vom Spiel war der immer sichtbar. Das haben die aber hier nicht aktiviert. Oh, sorry, meine Allergie geht wieder gerade los. Kann sein, dass ich gleich niesen muss. Ich versuche die Aufnahme zu unterbrechen. So. So. Schauen wir mal das Board. Ja, Küken, ich bringe das nach oben in die Küche wieder für nachher, falls du es benutzen willst. Küken liegt hier oben jetzt auf dem Küchentresen. Wo ist denn unser Geist? Also ich habe noch nichts gehört. Machen wir es mal, wie ich es früher in der Klassik-Version gemacht habe. Es ging nur damals schneller. 9,6 im Foyer. Okay, da ist 10. Foyer ist 9,6. 9,6. Sorry, meine Nase juckt. 10,5. Hat schon jemand was vom Geist gehört? Ach, ich habe einen. Er ist im Masterbedroom. Da ist es kalt. Hier liegt doch was auf dem Boden. Ja, sonst hatten wir den immer bei der Küche gehabt, ne? So. Er ist schon eine Zeit gelaufen. Habt ihr eine UV-Lampe da? Ne, die liegen beide hier. Ich bring mal schnell eine. Wo? Ich sehe keine Abdrücke. Ich lass mal eine auf dem Boden und eine tue ich an irgendeine Tür. Hoffen wir mal, dass man da was sieht. So, wo ist das Buch? Definitiv. So. Keine UV, okay. So. Ich hoffe, die Sensoren gehen jetzt hier in die Richtung rüber. Das heißt, hier brauchen wir noch einen Kruzi nachher. Was brauchen wir noch? Wo bist du? Ach, sorry, meine Nase. Bist du Freund? Wo bist du? Wie alt bist du? Bist du freundlich? Wo bist du? Wir haben einen Orb da drin, ne? Bist du freundlich? Ja, das habe ich schon gesagt. Ach so, das hatte ich vorhin nicht gehört. Okay, einen Orb und keine Fingies, also kein Mimik, ne? Also UV. Haben wir doch UV? Ja, anscheinend schon. Aber vorhin sagtest du, da war keines. Dann müsste es ein Obacke sein. Ja, deswegen. Ja, Obacke.
Okay, dann tut euch mal ein EMF da rein und guckt mal, wenn er was betätschelt. Dann müsste es ja ein EMF-5 irgendwann mal geben. Oh, sorry, meine Nase juckt so, dass es nicht. Habt ihr denn jetzt den sechsfingerigen Hinz gesehen, oder was? Nee, das ist der EMF-3, aber noch kein EMF. Ich bringe euch mal Kerzen hin, dann könnt ihr es ja damit testen. Hier, Küken, dann kannst du auch deine Fotos machen mit den Kerzis. Da ja. Ging eine Tür. Hier, Anna, komm, schnell gucken. 6 Abdruck. Hier, nimm mal die UV hier. Nimm die schnell. Guck mal da. Kannst du hier angucken. 6 Fingerabdruck. 6. Ja, das ist er. Das ist der legendäre Obake-Abdruck. Ja, das ist ein letztens war es auch ein Mimik auf einmal, ne? Ja, als ihr alleine gespielt hattet, ne? Ja, hatten wir auch den 6-Finger-Abdruck und auf einmal war es so scheiß Mimik. Deshalb müssen wir mal gucken, ob wir gleich das EMF-5 kriegen. Küken, willst du ein paar Ouija-Board-Fotos machen? Nachher vielleicht. Ich habe jetzt gerade ein paar Kerzenfotos. Kiki, wie viel Sanity habe ich noch? Weil, dann werde ich eine Frage stellen, die viel Sanity einfach drained. Und so können wir auch EMF-5 testen. EMF-5! Okay, dann ist der Mimik auf jeden Fall raus und es ist ein echter Obacke. Okay, dann geht's ja. Dann kann ich ja große Fragen stellen. Ja, Küken, wenn du willst, kannst du hier fotografieren kommen für deine Aufgabe. Ja, okay. How many pickles can you fit up your butt? How did you die? Slipped. How old are you? 13, meine Glückszahl. Do you like pizza? Hey, das war für mich. Marco! Knock, knock! Da ist unser EMF-5. Goodbye! Ja, Küken, dann mach mal so viele, dass die Sanity, dass du die auf 0 kriegst, ohne es kaputt zu machen. Kiki, wie viel hat das Küken? Ja, das kann ich auch. Aber warte, ich mach mal. Ah, nein, warte. Ich muss dieses Text wieder anmachen, weil das funktioniert anscheinend nicht. Na, warte mal, wie viel die Kiki sagt. Also das mit den Pickles, die Frage zieht, glaube ich, 20. Und dann so Fragen wie, wie alt bist du und so. Ich glaube, der huntet gerade. Deaktivier es. Goodbye. Jetzt könnt ihr ja mal den Shapeshift anschauen. Komm mal her, Guys. Schaut mal auf den Shapeshift. Hallo. Ui, Double Back. Smutsch. Ich glaube, er hat gerade geshapeshiftet, weil ich habe die Keule nicht mehr gesehen. Mann. Ja, ich habe kurz die Keule nicht gesehen. Ich glaube, der hat geshapeshiftet. Gut. Wo ist der Knochen? Mhm. Ja, den habe ich ja schon eingesammelt. Ja. Hand? Och nein! Ach, hast du Goodbye gedrückt? Das heißt, deine Sanity müsste auf 0 sein. Kann sein. Ah, nee, hab ich nicht. Ich wollte nur immer fragen, wie viel der ist. Oh, da war der Shapeshift. Oh, er ist im Keller. Blindfisch. Hihi. Küken, da liegt ein Feuer und es matscht, glaube ich, auf dem Tisch. Wir brauchen ein Foto vom Geist für eine Aufgabe, Leute. Küken, mach ein Foto, go. Hat's gezählt? Oh, nee, wahrscheinlich nicht. Geh mal in den Raum so lange. Ja, aber das kann ich eigentlich easy machen. Ich brauche nur eine Fotokamera. Wir brauchen ein Foto.
Foto vom Geist und unter 25% Sanity. Ja, dann müsst ihr noch das Boot benutzen kommen. Also das Bügel ist ja kaputt. Ach scheiße, ja, du hast es ja gerade gesprengt. Scheiße. Ja. Die Küken hat das Board gesprengt. Ach, ja, erst kein Support und mache ich einfach. So. Dann drainen wir eben ein bisschen Sanity. Mit sie so drainen? Wir können aber vielleicht ein Event kriegen. Ja, okay, dann gehe ich in die Garage, weil sonst kann ich nicht loopen. Oh, sorry, meine Nase. Ich habe meine Sanity eh schon runtergewirtschaftet. Kiki, meine Sanity ist bestimmt schon unten, ne? Deine und vom Küken sind unten. Kiki muss reinkommen. Ich bin schon im Dunkeln im Verständnis. In dem, in Nancys Zimmer bei dem Wickeltisch? Nee, da im blauen Zimmer, da hinten. Ja, okay, da geht's auch. Da müsstest du eigentlich sicher sein. Okay, dann warten wir kurz. Oh, er huntet er! Küken? Komm dann hier, falls der huntet, ne? Ich höre doch eine Tür. Ich schaff das auch so. Mensch. Irgendjemand schwört und zieht da. Ja. Oh, guck sie. Kannst fotografieren gehen für deine Fotos. Ich mach die Lichter mal wieder an. Wichtig ist immer, die Lichter anzumachen. Ich bin schon fertig. Wir brauchen nur ein Foto vom Gast. Okay, Küken, ja, nimm das kurz hier auch da raus. Bleib mal mit dem Smudge hinterhin. So. Okay, dann müsste das jetzt eigentlich das alles wir klappen. Jetzt doch in der Küche. Können wir machen, ja, wenn wir ihn hier loopen können. Du kannst ja hier so stehen bleiben und ihn hier auf dich zulaufen lassen. So. Oh, sorry, meine Allergie. Okay, also wir warten auf den Hand. Komm her, Geist. Pss, pss, pss. Komm her. Ja, komm, Obake. Komm her. Oh, da war Shapeshift. Da war Shapeshift. Okay. Warte, ich smudge. Jetzt. Und jetzt ducken. Oh, nackig. Dann war er schnell nackig. Und ab in die Garage. Gezählt. Hat doch gut geklappt. Mal gucken, ob es diesmal das klappt, ohne dass jemand stirbt. Okay, er kommt da jetzt raus. Ja. Na? Das ist in die Richtung und dann in die Richtung gewechselt. Okay, fertig. Okay. Abmarsch. Hat ja alles geklappt. Evakuieren. Ja, der Geist hatte keine Manieren. Der hat sich ganz kurz mal ausgezogen zwischendrin. Das sah aus. Der war ganz kurz nackig gewesen. Nackter Geist. Ja, der war kurz nackig, ey. Kleines Beef Jerky. Okay, habt ihr einen Obacke drin? Meine Sanity ist auf null. Ja, dann hast du die Aufgabe jetzt auch. Okay, dann Abfahrt. Und dann kannst du ja schauen wegen deinen Bildern, wie viele noch brauchst. Wie viele fehlen noch? Acht. Ja, perfekt. Ach, die schaffen wir ja locker. Muss er nur einmal ein Journal vollschießen, dann haben wir das. Easy. In der nächsten Runde. Dann hat er schon die Weekly auch durch. Und die mit den Bewegungssensoren, die haben wir eh mal rucki-zucki voll, weil wir immer Bewegungssensoren schön überall verteilen. Also, müsste eigentlich flott gehen. So, die Fähigkeiten hat er 20 Mal benutzt. Also, auf zur nächsten Runde. So. Und auf geht's zur Runde 3. Jetzt kann das Küken dann gleich kassieren. Wir haben jedes Mal die 25% Aufgabe, ne? Durst Event. Okay. Also, vorbereiten und rein da. Mhm. Ich guck mal, wo Mr. Brecky ist. So, wir sind drin. Da. So, dann gehen wir eine Runde in den Keller. Show us, are you here? Give us a sign.
Ach ja, hier haben wir ja auch immer Regen, ne? Weil wir immer früher in der Originalversion das hatten. So, dann holen wir mal das Boot. Ich habe da oben eine Tür gehört. Klang sehr nah. Ja, hier irgendwo. Ich kann es ja nicht irgendwie. EMF schiebt aber nicht raus. Guck mal beim Master Bedroom, wenn es keine von den Türen ist. Nee, hier auch. Oh, sorry. Ach, Mann, so. Der ist im Flur. Oh, ja, würde ich auch sagen. Oh Gott, Flur ist immer scheiße. Flurgeist ist echt mies. Ach komm, tun wir das auch hier hin. Zur Not können wir ja hier hinrennen und das holen. Im Flur sind 5,4 Grad. So. Dann haben wir alles aufgebaut. Oh, sorry, meine Nase juckt gerade wieder übelst von der Allergie. Also falls wir einen Flurgeist haben, machen wir jetzt mal so. Dann sehen wir es ja, wenn der da rüberläuft. Und dann bereite ich erstmal in der Küche alles vor, den Looping-Spot und so weiter. So, Putzi, dann Smudgy. Alles in die Küche. Habt ihr euch schon um den Spot gekümmert? Ich habe das nur hier hingelegt, ich habe es aber nicht fotografiert. Ja, du brauchst ja noch die Fotos, deshalb lasse ich sie dir auch. Ja, ich habe schon wieder eine gute Tür angefasst. Schon wieder eine, zweimal hintereinander. Jan, check mal. Fingis. Hier, Fingis. Blaues Zimmertür. Hier, Küken, ich tue dir hier mal Salz hin, dann kannst du ja davon Fotos machen. Da ging wieder eine Tür. Hier, die Schranktür. Da liegt auch Salz, da kannst du dir die UV-Lampen so hinlegen, dass du das fotografieren kannst. So. Soundsensor habt ihr schon hier gelassen, einen, oder? Ja. Okay, dann tue ich den anderen hier hinten rüber. Ach, Kiki, stell die doch nicht immer in unseren Looping-Spot rein. Die blocken uns doch. So. Hier ist noch eine Kamera für später, für den Hand und so weiter. Okay, ja, wir bauen hier mal weiter auf und versuchen Beweise zu kriegen. Bis gleich. Ja. Wie ist die schon bei 45? Haben wir vielleicht einen Gin? Hier vorne die Tür, Küken. Ja. Das heißt, wir müssten eher mal 5 und Freezing bekommen, wenn wir einen Gin haben. Wo ist das Thermo? Kommt schon. Ja. Ich guck mit dem Thermo kurz aber nach. Wenn der jetzt nämlich nicht weiter runter geht, ist der Moral raus. Putzi, hier kannst du fotografieren. Hol mal das EMF her. Hol mal das EMF. Wo ist das EMF? Ja, das ist das EMF. Das habe ich an die Tür getan. Ne? Ja, da ist der Fünfer. Okay, wir haben sehr wahrscheinlich einen Gin. Also, wo ist der Breaker denn? Ich glaube im Keller war der. Nee, Garage. Ja, okay. War er in der Garage? Ich glaube beim letzten Mal war er in der Garage. Der ist wohl im Keller. Doch im Keller. Okay. Komm schon, gib mir das Freezing. Ja, okay, aber die Gin-Test war ziemlich schwer. Ich bin gerade in seinem Raum, also er könnte mir die Sanity runterreißen, wenn er die Fähigkeit an mir benutzt. Achso, ihr bleibt nicht beim EMF. Ja, dann brauche ich auch nicht mehr im Raum bleiben. Ich dachte, sie bleiben beim EMF. Welche Fähigkeit hat er denn bei mir genutzt? Dass ich die bemerkst du nicht. Also wenn du beim Gin in 3 Meter Range von dem bist, dann, wenn der Gin in 3 Meter Range von jemandem ist, dann zieht er einem die Sanity runter, ohne dass man das merkt. Moment mal, der Gin ist raus, der Brecky ist aus. Aber er zieht einem die Sanity runter und gibt dann einen EMF am Breaker, ohne ihn auszumachen. Ich meine, ihr habt es ja gehört, ne? Ihr wisst jetzt, wie es geht. Ihr müsst in 3 Meter Range von dem Geist sein. Wie viel ist meine Sanity? Meine ist auf 30 und Glück und Sanity ist 0. Wer ist denn noch so ein Sanity-Gunner?
Aber die anderen sind eigentlich keine Sanity Drainer. Das heißt, ihr wart wohl die ganze Zeit im Dunkeln gewesen und habt das Raumlicht nicht angemacht. Ich nicht, war ganz im Hell. Ich saß die ganze Zeit. Wie viel hab ich noch? Licht an war. Du hast jetzt 39. Ja, hier, Küken, kannst zwei Fotos machen. How many pickles can you fit up your butt? How many pickles can you fit up your butt? When did you die? Goodbye. Der ist 135 Jahre tot. Okay, also solltet ihr kein Wort benutzen. Ja, seit 135 Jahren ist der tot. Da, EMF5 ging doch hier gerade. Ist gerade von EMF5 zu 2 runtergegangen. Das heißt, Meiling, Obake, Gorio. Sonst nix. Also der Djinn ist raus, weil er gerade den Brecki gekillt hat. Habt ihr denn vorhin das Licht vom Foyer angehabt oder habt ihr nur diese Stehlampe da, diese kleine Tischlampe da angehabt? Weil die zählt nämlich nicht. Also, was, also vom Foyer war kein... Haben wir schon nach Ort geguckt? Ich habe gerade eben einmal geguckt. Kiki kann nachher mal gucken. Aber ich habe keine gesehen. Kiki, siehst du irgendwo Orbs bei dem Geisterraum? Wir können ja Meiling nachher auch hören, theoretisch. Hä? Achso, es war es kurz. Ich dachte gerade, das Board war noch aktiv oder so. Mensch, Mensch, Mensch. Warum ist denn hier das Licht im Wohnzimmer aus? Oh, Hand, Hand, Hand! Kein Meiling. Er geht in die Garage. Kein Meiling. Komm her, Geist. Gucken wir mal wegen Obacke. Ja, schade. War zu kurz sichtbar. Ja, wir hatten Airballs. Es klang nicht nach einem Meiling. Das heißt, es ist ein Gorio wahrscheinlich. Könnte ein Gorio sein. Obacke können wir gleich mal gucken. Hier bei dem. Können wir die mal lupen? So lange wie es geht. Küken, blocken die Türen uns nicht? Küken, die Türen werden uns blocken. Nee, ist kein Meiling, ne? Geht hinten in die Kinderzimmer. Kommt jetzt den Flur hoch? Nee, ich höre jeden Schritt. Ich habe keinen Shapeshift gesehen. Gorio. Sehr wahrscheinlich ein Gorio. Wir haben keinen Shapeshift gesehen. Und wir brauchen noch die Aufgabe mit dem Räucherwerk. Ja, okay, dann lasse ich sie nochmal handen und tue sie so lange, wie es geht, einfach im Loopen. Ja, du kannst ja einfach den Haus warten. Ja, ich will nochmal sicher gehen wegen Obacke. Okay, ich versuche sie sofort hier rüber zu locken, damit ihr die möglichst auch lange sehen könnt auf der Kamera. So. In der Garage ist auch noch eine, falls wir sie in die Garage mitziehen müssen. Okay. Na komm, lieber Rest. Küken, hast du eigentlich jetzt alle 8 Fotos gemacht, die du noch brauchtest? Mehr als wahrscheinlich. Okay. Just, komm her. Komm her, Ghosty! Komm doch her, wir müssen dich doch sehen! Lauf doch nicht in den Keller, Mensch! Ich muss dich doch sehen! Mann, läuft in den Keller, ey! Kein Shapeshift, oder? Nee, ich würde sagen, ich habe keinen gesehen.
Okay, weil dazwischen war ein Blink, der kam mir ein bisschen länger vor. Ich dachte, sie ist vielleicht in so eine krabbelnde Gestalt kurz gegangen. Aber wenn ihr den auch nicht gesehen habt, dann fahren wir mit dem Gorio. Weil die Dots können wir eh nicht kriegen. Ob seht ihr da auch keine, ne? Okay. Okay, ja, dann Abfahrt mit Gorio. Okay. Dann mal schauen, ob es stimmt. Sorry, Leute, es ist schon wieder ein sehr langes Video mit dem Challenge-Mode diesmal. Aber wir mussten es eben jetzt noch testen. Es war ein nerviger Gorio jetzt noch ganz am Schluss. Aber ja, ich hoffe, das war jetzt auch das letzte mit dem Challenge-Mode für diese Woche. Und ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Hier sind die Slats und bis zum nächsten Mal. Ciao!